Moin Leute, was geht? Mein Name ist JudoGamescom auf der PlayStation 4. Und was hat diese Waffe, die ich hier in der Hand habe, mit meinem Videothema zu tun? Nämlich, willkommen zu meiner neuen Serie Alltag in GTA 5. Und heute ist es erlaubt, eine AK-47 zu besitzen. Und die Antwort ist ganz klar ja. Wenn ihr 18 Jahre alt seid, jetzt hört mir genau zu, wenn ihr 18 Jahre alt seid in Deutschland, dürft ihr euch ein Sturmgewehr kaufen, dann dürft ihr euch alles kaufen, was hier in diesem Waffenladen ist, in echt. Aber es gibt einen kleinen Unterschied. Die Waffe muss funktionsuntüchtig gemacht werden. Und das ist heute mein Thema. Wir reden heute über die sogenannten Deko-Waffen oder deaktivierte Waffen. In Deutschland kann man, wenn man 18 Jahre alt ist, legal eine sogenannte AK-47 kaufen oder eine Druganov-Sniper oder eine Maschinenpistole, eine Uzi oder was anderes. Normalerweise sind das Kriegswaffen und sind in Deutschland natürlich strengstens verboten. Aber in Deutschland kann sich jeder diese Waffen kaufen und die sehen genauso aus. Nur im Inneren der Waffe sieht es ein bisschen anders aus. Da ist nämlich das Wichtigste entfernt worden. Also zum Beispiel das Patronenmagazin ist verschweißt, im Lauf ist was verschweißt, der Bolzen ist abgeschnitten und so Kleinigkeiten. Und wenn das alles gemacht wird, dann ist das keine Waffe mehr, sondern es ist eine, ja, man kann es Deko-Waffe nennen, aber es ist eigentlich nur noch ein Stück Metall oder Holz, je nachdem, aus was die Waffe besteht, oder Blech oder was weiß ich. So, okay, das ist das Erste. Ich habe wirklich lange suchen müssen im Internet, um überhaupt 100% sicher zu sein, ob das jetzt legal ist oder illegal. Und ja, es ist legal. Jeder kann sich eine Waffe kaufen. Jeder kann sich eine Druganov kaufen. Jeder kann sich eine dicke Sniper kaufen. Aber es müssen halt diese Sachen vorliegen. Also die Waffe muss schussunfähig sein. Aber die Waffe sieht äußerlich natürlich exakt gleich aus. Ja, ich habe mir auch eine AK-47 gekauft. Die klassische AK-47 ist eine gebrauchte AK-47, eine neue AK-47, schussunfähig, würde eine Menge Geld kosten. Da wären wir schnell mal bei 800 bis 1000 Euro bei einer neuen AK-47, die schussunfähig gemacht wurde. Genau, diese schussunfähigen Waffen, viele wissen das gar nicht, besteht keine Gefahr. Selbst wenn ein Krimineller eine Deko-Waffe in der Hand hätte, wäre die Waffe selber gefährlicher. Also wenn man diese Waffe auf den Kopf hauen würde oder mit der Waffe jemand erschlagen würde, wäre es viel gefährlicher, weil eine Deko-Waffe umzubauen in eine echte Schusswaffe ist nicht möglich. Ist nicht möglich. Da wäre es wirklich leichter, sich eine illegale AK-47 zu kaufen. Ich habe diese Deko-Waffe genommen, weil ich die gerne an meine Wand hängen möchte, weil ich dieses Kalaschnikow schon immer toll finde, aber nichts mit illegalen Sachen zu tun habe. Absolut nicht. Und ich werde dieses Kalaschnikow auf jeden Fall an meine Wand hängen. Und wie schon gesagt, das ist eine total... Das ist eigentlich gar keine schlimme Sache. Das ist einfach nur eine Waffe, die schussunfähig gemacht worden ist. Also im Prinzip ist es gar keine Waffe mehr. Weil mit dem kannst du keinen Schaden mehr anrichten. Und sie wieder zu aktivieren, die Waffe, das ist unmöglich. Das ist unmöglich. Klar, es wäre es möglich, wenn ich 50.000 Euro investieren würde. Aber, Leute, was soll der Scheiß? Von deaktivierten Waffen besteht keine Gefahr. Sie verschießen nicht mal Gaspatronen, nicht mal Softair-Kugeln. Die können nicht mal abgeschossen werden in der Deko-Waffe, weil da alles verschweißt ist. Das ist eigentlich nur noch ein Klumpen Metall und ein Klumpen Holz. Mehr ist das nicht mehr. Ja, und meine Deko-Waffe, die kommt in circa 2 Wochen.
muss erstmal das Geld überwiesen werden. Ich habe bei einem Marktführer die Waffe gekauft, weil ich den kleinen Händlern nicht traue. Ich habe gleich bei einem Marktführer bestellt. Welcher Name das ist, das möchte ich nicht sagen, weil einfach meine Abonnenten teilweise jünger sind und ich einfach auch irgendwie auch die Verantwortung habe, als YouTuber hier nicht alles zu erzählen. Auf jeden Fall bei einem Marktführer, die Waffen kommen aus Deutschland und sind 100% schussunfähig. Das heißt, die haben alle Kriterien und so weiter. Genau, da ist sogar noch das Baujahr dabei, die Seriennummer, es ist alles 100% zurückzuverfolgen. Und ja, wenn du Interesse hast an einer AK-47 oder wenn du Fragen hast, zum Beispiel auch an irgendwelche Deko-Waffen, dann kannst du mir das gerne mal schreiben und, ach du Scheiße, ich bin tot, und schreib mal deine Fragen. Und ich habe natürlich schon einigen Leuten erzählt, dass ich mir eine Deko-AK kaufe und da kam natürlich schon wieder, oh nein, kauf es nicht, mach es nicht, oh nein, gefährlich. Denkt ihr wirklich, dass ich mit dieser AK-47 rausgehe? Ich will diese Waffe an meine Wand hängen. Und ich bin jetzt 23 Jahre, es ist legal, 100% legal. Auch nochmal bei einem Zollbeamten nachgefragt, dass das auch wirklich legal ist. Es ist legal, es steht im Waffengesetz, was ich durchgelesen habe. Es ist bei der Waffe, die ich gekauft habe, alles legal. Sie ist total schussunfähig gemacht. Die ist sogar mehr schussunfähig, als sie überhaupt sein muss. Das Magazin ist an der Waffe dran geschweißt. Das muss nicht mal sein, ne? Mir war das eigentlich egal. Ich wollte wirklich das volle Programm von schussunfähiger Waffe. Und das habe ich bekommen. Und ja, das wird auf jeden Fall an die Wand gehängt. Und das werde ich auch noch, muss ich noch eine Wandhalterung dran bauen und dann wird das Ding an die Wand gehangen und da habe ich eine echte Kalaschnikow. Schussunfähig. Muss man auch nochmal ganz dazu sagen. Und wenn ihr wirklich Interesse habt an einer echten Waffe, dann wählt die 110 und die Polizei wird sich auf jeden Fall bei dir melden. Weil mit solchen Leuten will ich nichts zu tun haben. Ne? Und ja. Wenn du Fragen hast zu Deko-Waffen, zu schussunfähigen Waffen, dann melde dich bei mir. Haut rein und es wird auf jeden Fall noch ein Video kommen von meiner Deko AK-47. Ciao!